Hallo zum Kabinenvideo von Kabine 6207 auf der AIDA Diva. Es handelt sich hierbei um eine 3-Bett-Balkonkabine, während das Doppelbett ergänzt wird hier durch diese, wie soll man es nennen, das Sofa, ausziehbares Sofa, ausziehbarer Sessel. Der Balkon, Stahlbrüstung, also im Bett liegen und kann in die Ferne gucken, ist nicht. Aber wie gesagt, wir haben in Vario gebucht und daher ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Das Einzige, man guckt, oder andere gucken einen auf den Balkon, wo man hier morgens sitzt. Knirscht alles. So. Zu. Ja, Ablagefläche über allen Kabinen. Schreibtisch. Ein Sessel. Drei Schränke. Noch alles leer, weil wir warten noch auf unsere Koffer, obwohl wir schon seit über 3 Stunden an Bord sind. Das Bad. Natürlich ganz normaler Standard bei AIDA. Das Schiff geht nächste Woche in die Werft. In einigen Ecken sieht man es auch hier in der Kabine, muss ich sagen. Die sieht eigentlich noch ganz gut aus. Auch der Teppich, nichts abgewohnt. Jo. Na, ist hier. Genau hier kann man aus dem Tisch auch noch mal einen zusätzlichen Sessel machen. Steckdosen an den Betten gibt es nicht. Die hat man nur hier auf dem Schreibtisch. Platz für die Koffer ist unterm Bett. Ja, das war es eigentlich schon zu dieser Kabine. Vielleicht noch für den einen oder anderen interessant. Wo ist die Sammelstation? Wobei das ja momentan unter Corona ganz anders läuft. Da kommt man an Bord und kann sich direkt an den Sammelplatz in irgendeinem melden, bekommt seine Einweisung und geht dann erst auf die Kabine. Ja, ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen gefallen, einen kleinen Einblick in diese Kabine gegeben. Lasst einen Daumen da, einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat, und bis zum nächsten Mal.